Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, diesen Mittwoch wollte ich über Blickwinkel reden und damit fange ich auch gleich mal direkt an. Also, Blickwinkel ist so eine Sache. Es gibt verschiedene Arten von Blickwinkel, wenn man es mal so betrachtet. Zum einen gibt es den Blickwinkel von dem, was wir sehen, und es gibt natürlich auch den Blickwinkel von dem, was wir denken und was wir unsere Einsicht und unser, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, also unsere Wahrnehmung. Und ja, ein Beispiel für mich ist zum Beispiel, weil ich persönlich, und ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen in einem Infoheft zum Thema Asperger, dass viele Asperger dazu neigen, schwarz-weiß zu sehen, was natürlich sich dann so äußert, dass ich zum Beispiel, wenn ich losgehe und 3 Kugeln Eis möchte, nämlich eine Schokoladenkugel, eine andere Schokoladenkugel und dann noch eine Joghurt-Eiskugel, dass ich dann, wenn ich dann bei der Eisdiele bin und wir sagen wir mal, jetzt die Joghurt-Eiskugel gibt es nicht, dass ich dann lieber kein Eis esse, als nicht das zu essen, was ich gerne gehabt hätte. Und das ist so dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ich oft habe. Auch so ein Beispiel ist natürlich die Tatsache, dass ich zum Beispiel ein totaler Fan von Die Sims 3 war. Also ich habe das Spiel geliebt. Ich fand, es war ein richtig gutes Spiel. Das hatte irgendwie alles. Und auch die Erweiterungen fand ich in meinen Augen mehr als top. Und ich muss zugeben, es ist jetzt auch noch heute so, dass ich das sehr gerne spiele. Nur leider stürzt es mir zurzeit öfters mal ab. Also ich weiß gerade noch nicht, woran es liegt, aber so ist es dann eben. Und ja, dann kam die Sims 4 raus und dann habe ich da schon so eine ganz schöne, ja, Schwarz-Weiß-Malerei gehabt, weil ich habe dann es das erste Mal angespielt und fand es erstmal doof. Ich fand es erstmal total doof und habe zu meiner Mutter gesagt, also Mom, das Problem bei dem Spiel ist, es ist jetzt nicht schlecht, es ist auch toll von der Grafik, aber es kommt mir immer vor wie ein halbes Spiel. Weil so viel da drin noch fehlt. Also als ich das bekommen habe, da war es für mich wirklich so, ja, gefühlt Entwicklungsstand technisch auf der Hälfte von Die Sims 3 und man konnte eigentlich so gut wie nichts machen. Und was mich auch sehr gestört hat, war, dass man bei Die Sims 3 konnte man alle möglichen Sachen in allen Farben selbst färben. Und jetzt hatte man wieder diese vorgefertigten Farben, wo man bloß sich noch entscheiden konnte zwischen so, so oder so. Und es hat mich dann doch etwas genervt. Und ja, dann habe ich dann erstmal aus meiner Schwarz-Weiß-Denkerei heraus mich entschieden, ich spiele das Spiel jetzt mal eine ganze Weile gar nicht. Dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen zu spielen, so ein bisschen anzuspielen. Und dann war ich plötzlich auf dem Stand, ja, jetzt finde ich super. Aber jetzt einfach mal so zu sagen, ich finde es jetzt super, aber mir gefällt das und das und das und das nicht. Das war jetzt dann nicht so ganz. Also ich bin einfach von, ich finde es total schlecht, weil übergegangen in, ich finde es jetzt total gut, weil, hey, jetzt kann man, das hat eine viel bessere Grafik und wenn man die ganzen Zusatzspiele sich beschafft, dann gibt es auch wirklich Spielinhalt. Aber ich bin dann nicht irgendwie so in diesem Zwischending gewesen. Ich habe nie überlegt, darf ich es vielleicht auch gut finden, darf aber trotzdem genervt sein, dass das und das nicht da ist. Also klar, ich finde es jetzt gut, aber mir fehlen auch noch viele Sachen. Aber ich neige dann dazu, an einem Tag zu sagen, also die Sims 4 ist echt top. Und am nächsten Tag sage ich dann, die Sims 4 ist total der Flop. So. Dann auch noch so ein Beispiel ist natürlich bei mir, was bei mir oft vorkommt, solche Sachen wie, ich stehe auf und sage so, heute ist ein toller Tag. Dann laufe ich 2, 3 Schritte, Sonne scheint und dann heißt der Tag ist mischt. Der Tag ist einfach mischt. Da gibt es dann nicht sowas wie, ja gut, der Tag hat gut angefangen, sondern ich bin dann wirklich so jemand, ich finde dann den ganzen Tag einfach schon von Anfang an doof. Und ja. Ich habe lange dann überlegt, was ich machen kann und wie ich das dann, also mir ist das dann auch selbst oft so gegangen, dass ich gefunden habe, dadurch, dass ich alles viel sehr schwarz-weiß sehe, wobei ich natürlich jetzt nicht sagen will, dass schwarz oder weiß sehen immer schlecht ist. Manchmal ist es auch gut, einfach zu differenzieren und sich für, also einfach mal sagen zu können, einen Standpunkt zu haben und nicht irgendwie was dazwischen zu haben.
Aber manchmal hilft es halt auch, sowas zu sagen wie, ja gut, es gibt jetzt kein Joghurt-Eis, dann esse ich jetzt halt 2 Kugeln Schokolade und dann war's das. Obwohl ich nie im Leben so viel Schoko-Eis essen würde. Ich bin nicht der Eisesser. Ich mag allgemein keinen Naschkram. Auch so ein Beispiel. Ich mag überhaupt keinen Naschkram. Ich mag Weihnachtsplätzchen sehr gerne, deswegen backe ich mir auch im Sommer manchmal Weihnachtsplätzchen, aber im Prinzip bin ich kein Plätzchen oder Keks oder süßes Zeugesser. Ja, auf jeden Fall war es dann eben auch so, dass ich oft gedacht habe, und lange Zeit war ich ein sehr negativ gestimmter Mensch, weil ich eben immer alles schwarz-weiß gesehen habe und dann irgendwie immer so vom Typ gedacht habe, ja, wenn es jetzt nicht was Tolles ist, dann muss es ja automatisch was total Schlechtes sein. Aber das stimmt nicht. Manchmal kann auch was Tolles sein und dann kann was Schlechtes passieren und es kann trotzdem ein toller Tag gewesen sein. Und so lebe ich jetzt. Und ich versuche es auch in Punkten von Medien zu machen, nämlich wenn ich mir irgendeinen Film anschaue und mir denke, der ist ja einfach der ganze Film ist schlecht. Dann versuche ich es dann doch etwas anders zu denken, weil ich mich da selbst trainiere, weil ich einfach nicht immer so nur 2 Möglichkeiten, also entweder ist der Film gut oder schlecht. Ich will vielleicht auch einfach sowas haben können wie, der Film ist ja schon gut, allerdings gefällt mir das und das nicht. Oder der Film ist jetzt schon schlecht, aber gut war dabei das und das. Und manchmal ist es einfach wichtig zu differenzieren, ob alles an etwas schlecht ist oder ob es auch gute Aspekte an etwas gibt. Also wenn man die Zeitung heutzutage aufschlägt, kommt es einem oft vor, als ob wirklich bloß noch die schlimmsten Nachrichten, als ob irgendeiner in der Redaktion gesagt hätte, so und jetzt nochmal alle schlimmen Nachrichten zusammenfassen, wir müssen morgen noch eine Zeitung rausbringen. Und dann gefühlt mal einer mit so einer Nachricht, ja, es gibt so einen kleinen einen Eisbär, der hat überlebt. Dann sowas, solche Sätze kriegt wie, nein, raus aus der Zeitung. Wir haben hier im Gegenteil einen Konflikt irgendwo im Nahen Osten oder wir haben da irgendeinen Konflikt da und da und da und da. Und da ist dann für mich sehr wichtig, und dann bin ich jemand, und das ist mir auch sehr wichtig, deswegen gerade der erste Ansatz, aber ich wollte es anders formulieren, dass ich, wenn ich eine Zeitung lese, dass ich es erstmal differenziere, als ist es Information, und dann von dem Teil, was ich so denke, ist, die Informationen sind was Gutes, aber nicht jede Information muss auch automatisch mich betreffen oder mich interessieren. Und ich bin jemand, ich versuche mich immer jetzt zur Zeit oder auch die letzten Monate und Jahre immer erstmal aufs Gute zu konzentrieren. Und deswegen bin ich auch jemand, bei uns kann noch so großer Streit gerade irgendwie sein oder so, noch so großer Ärger, dass ich dann trotzdem noch sowas sagen kann wie, ja, aber eigentlich im Grunde bin ich doch total zufrieden gerade mit meinem Leben. Und das finde ich wichtig. Wenn man die Welt schwarz-weiß malt, dann sollte man zumindest nicht nur das Schlechte sehen wollen, sondern wenn man die Welt schwarz-weiß malt, was ich immer noch tue, was ich auch immer noch wirklich groß drin bin, dann sollte man zumindest versuchen, das Schwarz-Weiße in eine positive Richtung zu lenken. Weil schlechte Nachrichten kriegt man immer. Schlechte Nachrichten gibt es überall. Schlechte Nachrichten kommen von Freunden, von Familie, von Nachrichten, von den Zeitungen, von weiß der Geier wo noch alles. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwo fliegen riesen Flugzeuge mit Bannern drüber, mit schlechten Nachrichten rum. Aber einfach mal auch in einer schlechten Nachricht was Gutes zu sehen, das ist wirklich eine Kunstfertigkeit. Sowas wie, okay, ich weiß, das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber es gab ein Zugunglück und nur 30 Leute wurden verletzt. Dann kann man es entweder so sehen, da wurden 30 Leute verletzt und ein Zugunglück war und oh Gott, wie schrecklich, wie furchtbar, wie böse. Oder man sieht so, es gab ein Zugunglück, es sind 30 Leute verletzt worden, aber es gab keine Toten. Und diese 30 Leute sind vielleicht nicht alle schwer verletzt. Und deswegen könnte es auch sein, dass viele davon überleben. Und ja, das ist dann einfach mal der Versuch, die Welt positiver zu sehen. Auch in schlechten Nachrichten kann man nämlich Gutes rauslesen, wenn man sich selbst nur die Mühe macht und es versucht zu tun. Oder auch wenn man nur im Ansatz, ja, es sich da wirklich mal versucht, weiterzudenken. Oder einfach mal auch aufhört, immer bloß das Schlechte in allem zu sehen. Weil wenn man immer nur das Schlechte sieht, dann passieren auch nur schlechte Dinge.
meine Mutter sagt immer die selbstgemachten Prophezeiungen. Wenn ich zu meiner Mutter zum Beispiel sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Mama, was, wenn wir jetzt am Wochenende nicht unbedingt Hunger haben und was, wenn wir dann keine Nudeln mehr haben, was wenn dann und was denn? Oder sowas wie, was, wenn meine Lieblingszahnbürste ausverkauft ist? Und jetzt bin ich gerade in einer Situation, meine Lieblingszahnbürste ist gerade in der ganzen Stadt ausverkauft. Und es ist dann so dieses, die Dinge, die du dir denkst oder dein Denken hat auch Einfluss auf das, was dir passiert. Das klingt jetzt irgendwie gerade komisch, aber es ist wirklich so. Wenn du positiv denkst, passieren dir gute Dinge. Wenn du immer nur negativ denkst, dann passieren dir auch oft schlechte Dinge. Und auch wenn jemand anders aus dem Blickwinkel betrachtet, dass dein ganzes Leben eigentlich Schrott ist und du nichts auf die Reihe kriegst, kann sein, dass du selbst es so siehst, dass dein ganzes Leben schön ist und du alles auf die Reihe kriegst und du alles so im Griff hast, wie du haben willst. Und jeder hat einen Blickwinkel auf irgendwas und jeder kann da irgendwas dazu sagen, irgendwas dazu sehen, irgendwas dazu wahrnehmen. Aber schließlich und endlich darauf ankommen, tut es nur, dass du dir deines Blickwinkels bewusst bist und du weißt, was du machen kannst oder machen solltest, um deine Welt zu verbessern. Wenn du mal traurig bist oder wenn dir mal irgendwas auf den Nerv geht, dann geh zum Beispiel zu versuch irgendwas zu tun, was dich wirklich aufheitert. Und versuch nicht dann auch noch Dinge zu machen, die dich sowieso schon nerven. Ja, das war mein Mittwochsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Erzählt mir, wie es bei euch ist, wie ihr das seht. Das könnt ihr auch gerne hier direkt auf YouTube machen, unten in meinen Kommentaren. Oder schreibt mir eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com oder schreibt mir einfach auf Twitter oder Facebook. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall wieder am nächsten Freitag sehen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss. Und ich wünsche euch noch eine super Woche. Eine super Woche. Also dann, ciao.